Die Unwetterwarnung von Orkanböen und schweren Gewittern am Mittwoch ereilten uns schon am Dienstag. So blieb heute vorsorglich der Tierpark Hagenbeek und Blanden und Blumen geschlossen. Auch einige Friedhöfe verriegelten sich ab 12 Uhr mittags. Das Sturmtief, das fegt über Norddeutschland hinweg. Die Warnung war ja unmissverständlich und klar. Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h sind heute an den Küsten möglich. Ja, und Sturmböen, die werden sich natürlich auch bis ins Binnenland hineinziehen. Auch Hamburg dürfte davon heute betroffen sein. Wir haben das Ganze heute hier in Büsum an der Nordsee beobachtet. Dieses Sturmtief, das zieht ja so langsam und allmählich von den Niederlanden über die Nordsee hinweg, also über die Deutsche Bucht in Richtung dänischer Ostseeküste. Jetzt gerade sind ziemlich hohe Windgeschwindigkeiten erreicht. Man kann einmal einen Blick auf die Nordsee werfen. Die ist wirklich ordentlich aufgeschäumt. Wir können da einmal rüberschwenken und zeigen, wie das aussieht. Es war bis zuletzt auflaufend Wasser. Wir haben jetzt fast wieder den höchsten Pegelstand erreicht und damit eben auch schon fast die Flut erreicht. Wetterexperten gehen davon aus, dass der Wind jetzt demnächst noch einmal etwas nachlassen wird an der Küste und dann am Abend heute noch einmal umso stärker wieder loslegen wird. Und die Auswirkungen, wie schon angesprochen, die bekommt man heute auch in Hamburg zu spüren.